Damit hallo und herzlich willkommen zum Asien Cup 2015 Prognose. Ja, ihr seht hier das letzte Gruppenspiel und auch das entscheidende Spiel, denn für Australien, für den Gastgeber, geht es hier um alles oder nichts. Das heißt, Australien muss gewinnen, um doch noch ins Viertelfinale vorzurutschen. Ein Unentschieden oder ein Sieg, dann wäre es Südkorea weiter. Sicher weiter schon. Laut meiner Prognose ist Kuwait, und das ist jetzt Erster mit 3 Spielen und 3 Siegen, 1 zu 3 gegen Australien, 4 zu 0 gegen Südkorea und gegen den Oman 2 zu 4. Die anderen Ergebnisse gingen so aus, laut meiner Prognose, Südkorea gewinnt 1 zu 0 gegen den Oman, Oman Australien 3 zu 2. Habe ich ein Ergebnis vergessen? Nein, habe ich nicht. Das sind die Ergebnisse laut meiner Prognose des Asien Cup 2015 und viel Spaß bei dem Entscheidungsspiel Australien gegen Südkorea. Wer holt den letzten Platz ins Viertelfinale? Und da ist schon die Führung 1 zu 0 für Südkorea. Und damit ist Australien schon so gut wie raus, denn Australien muss ja dieses Spiel gewinnen, um noch in die nächste Runde zu kommen. Jetzt im Moment wäre Südkorea weiter. Australien braucht 2 Tore, um ins Viertelfinale noch zu rutschen. Sie müssen einfach gewinnen. Aber im Moment liegen sie jetzt mit 0 zu 1 hinten. Und somit schaut es aus, als wäre Südkorea laut meiner Prognose im Viertelfinale als Gruppenzweiter. Steht 0 zu 1, jetzt müssen sie mehr riskieren. Für Hanikata ist das definitiv noch zu früh, es bleibt Zeit genug, um das zu korrigieren und trotzdem, jetzt müssen sie endlich mehr Verantwortung für dieses Spiel übernehmen. Der Schiedsrichter pfeift, lass selber die Fahne rufen, das war abseits. Viel zu offensichtlich. Knappe halbe Stunde gespielt. Genau da muss er stehen. Deutlich mehr Power im Zweikampfverhalten. Jetzt hat er die Gelegenheit. So bringt man die Abwehr durcheinander. Wer den Ball gut hereinbringt, wird das vielleicht was mit dem Ausgleich. Wird aufs Tor ziehen, daneben. Da steht er sich mit zu viel Eigensinn selbst im Weg. Der Winkel war viel zu schwer. Gute Einschussposition. Ein guter Ball und wir sehen gleich den nächsten Treffer. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Halbzeit 0 zu 1 für Südkorea und Australien wäre raus. Zur Pause. Sie müssen das Spiel gewinnen, um noch ins Viertelfinale zu rutschen. Damit bauen sie aber jetzt 2 Tore und es wird brutal schwer. Ich bin gespannt, inwieweit sich die Ansprache der Trainer auf das Spiel jetzt niederschlägt. Beide Teams sind wieder auf dem Spielfeld. Auswechslungen hat es keine gegeben. Alle erwarten eine spannende zweite Hälfte. Kann es was draus werden?
aus dem Aus und es gibt Abstoß. Meduka. Kulina. Da macht er die Tür zu. Und fast die Entscheidung für Südkorea. Wunderschöner Freistoß, aber Riesenparade vom Torwart. Von Mark Schwarzer. Australien braucht zwei Tore, um doch noch ins Viertelfinale zu rutschen. Sonst wäre der Gastgeber laut meiner Prognose raus, aber in Wirklichkeit ist ja Australien schon im Viertelfinale. Warum schießt er nicht? Aber nee, er spielt ab und dann ist natürlich abseits. 10 Minuten noch. 10 Minuten hat Australien noch, um doch noch ins Viertelfinale zu rutschen. Aber da brauchen sie 2 Tore und ich denke mal, das wird nicht passieren. Da hat er das Spiel gut gelesen. Dafür spielt Südkorea einfach viel zu stark. Schon läuft der Gegner. Ich sag noch einmal, es ist ja nur eine Prognose. Australien steht ja in Wirklichkeit schon sicher im Viertelfinale. Das Turnier läuft ja schon seit seit 1,5 Wochen. Aber ich habe ja erst im Afrika Cup die Prognose gemacht. Da ging ja der Asien Cup schon eine Woche lang. Ich habe gedacht, nee, jetzt mache ich doch noch den Asien Cup. Danach wird es nicht mit dem Amerika Cup weitergehen, wie ich gesagt habe, sondern erst mit dem Ozeanien Cup und danach mit dem Amerika Cup. Auswechslung noch einmal bei Südkorea. Aber für Australien wird es laut meiner Prognose nicht reichen fürs Viertelfinale. Vielleicht noch eine Chance für Südkorea. Vielleicht jetzt noch das 0-2, die endgültige Entscheidung. Nee, er kommt einfach nicht durch. Also auch in diesem Spiel Australien nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert, gerade als Gastgeber. Und das Spiel ist vorbei. Also Australien, laut meiner Prognose, was ich euch jetzt schon sagen kann, wird nicht stimmen. Australien ausgeschieden in der Gruppenphase. Südkorea steht im Viertelfinale. Weiter geht's dann mit der Gruppe B, mit dem letzten Spieltag der Gruppe B. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.